ist eigentlich ganz simpel. Alles Leben ist der Automatismus der Replikation und der Wille zu überleben. Der Überlebenswille ist das Rhizom, das die Tentakelwesen als Weihgefäße, als abgeschottetes eigenes Automaton mit sich herumschleppen und alle ihre Handlungen motiviert und warnt. Und da es bei Menschen zu jenem Unfall, zu dieser terminären Gegenkompensation gegen den Unfall, zu dieser maximalen Aufspreizung gekommen ist, überträgt dieses Rhizom sein eigenes Funktionsprinzip auf alle Wahrnehmungskonstanten dieser Welt und erzeugt die Unmöglichkeitsgrenzen, damit das erst recht sein Programm von Werden verwursten und wieder erzeugen, nachahmen und allem Sein inokuliert.